So, wir brauchen mal ein paar Steckerle. Das dürfte uns erstmal gut reichen. Ja, was geht denn da draußen ab? Ach, Ruhe ist hier. Hey. Also. Unmöglich. Das ist ja schlimmer als keine Ahnung. Die führen sich da draußen echt drauf aus. Auf wie Drecksau. Erstmal schön verhaspelt, ne? Gut. Spitzhacken, Spitzhacken, Spitzhacken. Da sollten wir gut mit durchkommen und den Rest. Wenn wir das dann brauchen, kriegen wir schon. Tja, Kellerattappe geht weiter. Du scheiß Zombie. Wo kommst du denn her? Aus welchem Loch kam der denn gekrochen? Keins, das ich kennenlernen will. Das ist sicher hier. Drum plansch wieder fröhlich hier mit rum. Und ich glaube, ja, geil, einen Schlag erhalten. Wir müssten demnächst auf diese Kreuzung treffen. Ich hab so im Gespür, wir werden demnächst... auf diese Höhle treffen, die wir von der anderen Seite vorhin schon erkundet haben. Ich schätze mal, dass das schon sogar schon ein Teil davon ist. Naja, ich hab mir das eingebildet. Bei Minecraft denkst du immer, dass sich da irgendwas bewegt in dieser Höhle. Also es wäre auch ein gutes Horrorgame. Das steht fest. Ach. Und ich habe leider die letzte Folge Edna bricht aus rausgerendert. Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren immer vorgestellt, wie es wäre, mal so ein Let's Play zu machen. Und tja, jetzt mache ich das einfach. Also. Manche Vorstellungen gehen dann tatsächlich in Erfüllung. Und ich hatte ordentlich Subscriber-Zuwachs. Das freut mich tatsächlich. Ich bin so introvertiert und oft verunsichert, dass ich denke, ich kann nichts, aber es freut mich mega, wenn es Leuten gefällt und es, ja, macht mich echt happy. Jetzt ist schon wieder die Hacke durch hier, ey. Unfassbar. Ein Fäckelchen mit reingeschlagen hier. Schauen. Wir graben. Was läuft denn gerade? Zelda Twilight Princess Whispers in the Dark. Ich habe jetzt schon meinen dritten Monitor rumstehen. Ist aber immer noch nicht das finale Setup. Wenn ich gerne auch mit dem Streaming anfangen würde, wenn es wieder klappt. Aber das muss ich ja. Es wird noch bis nächstes Jahr dauern. Dazu muss ich erstmal an einen geeigneten Ort ziehen, wo es geeignetes Internet gibt und dann können wir weiterschauen. Komm schon. Ja, 2% CPU-Auslastung ist das andere die Welt. Das geht aber tief runter. Da säuselt wieder irgendeine Dame ins Ohr. Das haben wir ja besonders gern.
Warte mal. Warte mal. Ist das der Anschluss? Kann das sein? Ist das hier die Anschlussverbindung? Der Anschlusszug? Na, das wäre ja ganz famos. Also das wäre ja mega. Genau hier ist die nächste Spitzhacke durch, aber das macht gar nichts. Wir sind gut vorbereitet und prügeln uns da wild durch die Landschaft. Und haben unseren Anschluss. Ja, fantastisch. Ich denke schon drüber nach, wann wir hier upgraden. Oder zumindest mal auf eine höhere Version vom Halloween-Update zu upgraden, die ein bisschen die Bugs rausgebracht hat. Weil das ruckelt hier schon ein bisschen rum. Vorher lief Minecraft um einiges flüssiger. Tatsächlich. Und bei 1,9 bis 2,3% CPU-Auslastung. Ist das jetzt nicht so der Bringer? Kann man die Hintergrundmusik mal wieder ein bisschen aufdrehen? Hoppa. Monkey Island. Ja, Mann. Also, wir werden auf jeden Fall noch einige Spitzhacken brauchen. Wird uns nicht erspart bleiben, aber immerhin, ich sehe quasi das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist mega, das freut mich. Wir haben dieses Projekt heute angefangen und sind schon gut dabei. Sehr gut dabei sogar. Dann müssen wir das nachtens auf jeden Fall nicht mehr dieser unheiligen Meute, die hier die Inseln belagern, ausweichen. Oder uns nicht mehr mit ihnen rumschlagen, sondern können gewieft unter dieser kleinen Meerenge durch. Hoffentlich fahren demnächst, wenn wir hier ein paar Lores basteln. Kann man hier durchschippern und fertig. Und der Käse ist gegessen. Ja, trotzdem die Musik ein bisschen runterdrehen. Oder ich mache es sehr, sehr dezent, damit wir wirklich von einer Musik wirklich was hören. Ich würde sagen, ich baller hier noch die Spitzhacken durch und dann tja, weiter im Lied. Tatsächlich bin ich bei YouTube immer wieder beeindruckt, wie Sachen laufen. Ich bin zum Beispiel ein Fan von diesen... keine Ahnung. 10 bis 15 Minuten Videos. Naja, sagen wir 10 bis 20. Länger ist dann die Aufmerksamkeit schon wieder weg irgendwie, aber kürzer... wie kürzer als 10 Minuten, dann da steige ich noch nicht so richtig ins Thema ein, wo ich mir denke, yeah, du brauchst ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, Dude. Oder Lady. Ist ja beides gut möglich. Aha. Dann ziehen wir hier mal diesen Balken durch.
Das können wir dann hier wegnehmen. Ja. Okay, wir steigen hier runter. Wollen dann nicht direkt hier reinfallen, sondern... Sheesh, dann müssen wir aber... Naja, lass uns das Stuff der Zukunft klärt regeln hier. Damit schlage ich mich jetzt nämlich nicht darum. Aber vorgemerkt ist schon mal so. Le Cobble, Le Cobble. Der Koppelstein. Immer runter mit dem Dreck hier. Schee aus den Augen. Dieses Dirtcraft. Das nehmen wir lieber mal an uns. Ja, stimmt. Das Thema, das ich in der vorherigen Aufnahme hatte, war ja... also für mich gab es... So dieses und letztes Jahr so insgesamt drei super Anime Releases oder animierte Releases, es sind nicht direkt Anime Releases. Und zwar als erstes Castlevania. Läuft aber schon länger und das wurde ja letztes Jahr dann abgeschlossen und ich fand's mega. Ich fand's super. Also Castlevania war 1A. Manche sagen, manche konnten sich mit der letzten Staffel nicht richtig anfreunden. Ich. Naja. Passiert. Ich fand sie jetzt nicht schrecklich. Hat das Ganze trotzdem relativ gut abgerundet, würde ich sagen. Dann gab es natürlich noch Arcane, das rauskam. Mit dem werten Herrn Christian Linke als Writer. Der tatsächlich aus Neumünster, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, kommt. War natürlich auch eine Mega-Sache. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel man aus Material machen kann. Und wie viel ein kreativer Geist formen kann, tatsächlich. Nachname, ich nicht mehr weiß. Und Christian, der mir aus eigentlich relativ wenig Material viel gemacht. Also